sucht das größte Talent, das Finale. Johnny be good. He used to carry his guitar in a Guinness sack, 'cause sitting in the train by the railroad track, all engineer seems sitting in the shade, drumming at the rim that the drivers made. People passing by they would stop and say, "Your mind still isn't consistently." Ich gehöre
ist ein Wahnsinn. Ich hätte nie gedacht, dass ich so weit komme. Ich bin immer mit dem Ziel zum Casting gegangen und auch dann in die Live-Shows. Ich will bei einer Live-Show dabei sein. Und jetzt habe ich das gewonnen und das ist eigentlich ein Wahnsinn. Andi, dein Resümee nach einer grandiosen und sensationellen Talenteshow, heute das Finale in Grafenwörth. Ich glaube, es war einfach sensationell und unschlagbar. Ich muss dazu sagen, wir machen es jetzt schon sehr oft und das heuer war von der Stimmung her wirklich unglaublich. Es war die ganze Tour etwas Besonderes, weil wir ja überall sehr viele Leute gehabt haben und auch unsere Talente waren besonders. Es steht in der Finalshow ein Mädchen mit einer Panflöte, steht in der Finalshow eine junge Geigenspielerin, Akrobaten oder die Jumper. Es war richtig, richtig schön und ich freue mich. Und das Ergebnis, es hätten alle Gewinner können. Am Schluss hat es halt dann so passt, dass die Lea gewonnen hat und Lea ist ein riesengroßes Talent. Ganz wichtig, warum freue ich mich? Weil man einfach merkt, jedes Jahr, wie viele Menschen wir begeistern können, wie viele junge Menschen wir begeistern können, wie viel zu den Castings kommen, wie viel zu den Shows kommen. Heute, da waren Fans über Fans und die jungen Menschen haben einfach eine Chance, auf eine Bühne zu kommen. Und das ist gut. Und wenn man das unterstützen kann als so ein tolles Medium wie die NÖN, dann ist das schön und ich freue mich auf 2017.